Moin Leute, willkommen zu einem Video hier auf unserem Kanal. Heute zocken wir mal etwas, den Train Simulator 2021. Ja, heute fahren wir eine berühmte Strecke ab, die Gotthardstrecke. Und zwar der erste Abschnitt für heute von Erstfeld nach Göschenen mit einem SBB-Triebwagenzug. Viel Spaß dabei. So, Leute, jetzt stehen wir am Bahnsteig in Erstfeld. Und fahren nach Göschenen mit dem RABE 523. Das ist eigentlich so eine Art S-Bahn, kann man sagen. Ja, man sieht auch schon, wir haben zwei. Es spielt aus zwei Teilen. Ja, zwei, wie nennt man das? Drei Triebzugeinheiten, ja. Ja. Triebzugeinheiten. Also es ist quasi so eine Art S-Bahn für den Gotthard. Und mit dem fahren wir jetzt halt die Strecke ab. Genau. Bin ich mal gespannt. So, ich habe diesen Zug noch nie gefahren. Freigabe hört sich schon mal sehr gut an. Hupe auch. Was ich fast vergessen hätte, warte. Nochmal auf Bremse. So. Ich muss noch Licht anmachen. Ja. Rotes Licht ist eher nicht so gut. Nein. Also für hinten schon, aber nicht für vorne. Ja, das sieht schon besser aus. Das ist normales Licht und das ist Fernlicht. Ja, wir machen Fernlicht. Das ist doch nicht Fernlicht. Warte. Was ist das? Das könnte ein Rangierlicht sein. Was ist das sein. Für ein normales Rangierlicht? Das ist doch noch kein normales Licht, oder? Das Rangierlicht, dann macht das normale Licht an. Ja, jetzt. Das da. Genau. So, und hinten ist es natürlich rot, ja. Also gut, der Schweizer Lichtwechsel ist eigentlich einmal weiß hinten. Aber es gibt auch. Aber heutzutage ist es doch bestimmt. Also, ja, bei der Schweiz sieht man jetzt auch öfters immer wieder zwei rote Schlusslichter. Ja, dann können wir jetzt eigentlich dann starten. Ja, ich bin gespannt. So, also wir fahren heute eben von Göschenen nach Erstfeld. Von Erstfeld nach Göschenen. Die erste Etappe. Wir wollen insgesamt natürlich die ganze Strecke nach Berlin-Zona fahren. Aber das machen wir in mehreren Teilen. Abschnitten. Also heute, wie gesagt, nur nach Göschenen, kurz vor dem großen Gotthardtunnel. Und jetzt genießen wir einfach mal die Fahrt. Also jetzt sind wir schon bei den ausfahrenden Weichen in Erstfeld. Jetzt geht es dann gleich in die Steigung rein. Ich möchte noch was sagen. Also, wir da von dieser Strecke wird es eine Playlist geben. Das wird in mehrere Videos aufgeteilt. Die Videos kommen dann wöchentlich und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Wer es noch nicht getan habt, würde uns sehr freuen. Und ja, dann gucken wir mal. Dann viel Spaß. Wir geben uns immer mal wieder einen Kommentar dazu ab, wenn wir was Spannendes sehen oder wenn wir irgendwas ausführen wollen. Jetzt geht es dann jetzt richtig in die Steigung rein. Also ab Erstfeld geht es dann richtig hoch. Nach Gurtnellen und nach Wassen und dann am Ende dann bis Göschenen. Wir tuckern hier mit 37 km/h hoch. Ja. Schneller kann der gerade gar nicht werden. Der muss erstmal auf Fahrt kommen. Nicht, dass der wieder zu schwer ist. Aber die zweite Einheit ist ja auch mit Antrieb eigentlich. Ja. Also das dürfte eigentlich jetzt kein Problem sein, wenn er mit zwei Einheiten da hochfährt. Eigentlich nicht, ne. Da siehst du, das Signal ist wieder auf gelb. Das heißt, der Zug ist hier durchgefahren. Das ist hier Blockstellenbetrieb. Ja. Also sobald der Zug durchgefahren ist, wird es für den darauffolgenden Zug wieder rot oder gelb. Ja, das ist ja klar. Mhm. Wenigstens werden wir jetzt wieder schneller und nicht wieder langsamer. Also ich glaube nicht, dass es für so einen Zug in echt so anstrengend ist, da hochzufahren. Also so ein Gliederzug müsste es eigentlich locker schaffen. Ja. Bei Güterzügen sieht es anders aus, da brauchen sie für die Bergstrecke, das ist ja hier die alte Bergstrecke, brauchen sie ja noch auch Schubleistungen von hinten, also eine zweite Lok, die praktisch den Zug schiebt und eine, die vorne zieht. Ja, aber das ist doch ein Triebwagen. Das in dem Fall ist es nicht notwendig.
Die modernen Triebwagen haben ja sogar in jedem Drehgestell dann einen Antrieb drin. Das dürfte hier alles überhaupt kein Problem sein. Vielleicht brauche ich Sand, aber er meldet nicht, dass er das dazu durchdreht. Nee. Vielleicht hilft es ja mit dem Grip. Also wir sind schon mal nicht stehen geblieben, das ist schon mal gut. Also wir sind die Strecke schon mal mit dem Güterzug gefahren, dann ist er irgendwo mal liegen geblieben, weil er einfach die Steigung nicht mehr geschafft hat. Dann hätten wir uns sehr gerne eine Schublok gewünscht. Ja, das heißt, der Zug war zu schwer für die Lok. Genau, also wir haben die Strecke schon mal mit dem Güterzug abgefahren. In Göschenen werden diese Schubloks auch wieder abgehängt. Also war es früher, wo eben Güterzüge noch über den Berg gefahren sind. Und diese Loks sind dann wieder zurück nach Erstfeld gefahren. Scheiße, da wollte ich gerade etwas. Was machst du jetzt? Volle Pulle. Volle Pulle. Mann, ich wollte gerade. Nein! Stopp! Okay, jetzt fahren wir zurück. Das ist nicht so. Volle Pulle vorwärts. Oh, ich wollte gerade was ausprobieren und ja. Wir werden rückwärts wieder den Berg runtergerollt. Okay. Ich hoffe, das ist. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Zum Glück. Da werden sich die Fahrgäste jetzt schon mal gewundert haben, dass der Triebwagen das jetzt hier auch nicht schafft. Also dieser Fluss, der uns hier links und rechts und überhaupt immer begleitet, das ist die Reuss. Die Reuss, die kommt vom Gotthard runter und fließt nordwärts Richtung Vierwaldstätter See. Und am Vierwaldstätter See fließt sie weiter bei Luzern. Auch wieder Richtung Norden, Richtung Rhein. Also ich gebe hier gerade schon maximal, aber sie kommt irgendwie nicht über 40 km/h. Ja, immerhin fahr mal. Umso mehr Zeit haben wir, die Strecke zu genießen. Nur stehen bleiben sollte der Zug möglichst nicht. Und die hier haben grün. Ja, die Gegenseite hat grün. Irgendwann kommt jetzt sicher auch mal ein Gegenzug, weil die Gotthardstrecke war also zumindest früher recht viel Verkehr. Also man hat halt alle 5 bis 10 Minuten kam eigentlich einen Gegenzug. Ja, aber das ist ja die alte Strecke. Wir werden nicht den neuen Basistunnel durchfahren. Nein, natürlich nicht. Macht ja auch keinen Sinn, dann werden wir ja die ganze Zeit im Tunnel. Ich glaube, das bringt auch nichts. Wir wollen ja die Berge auch sehen, ne? Irgendwie verstehe ich nicht, warum der nicht schneller werden kann. Da kommt ein Gegenzug. Das ist auch so einer. Auch eine einteilige S-Bahn sozusagen. Vielleicht haben wir einen Güterzug zu viel da. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, eigentlich nicht, weil beide Einheiten werden eigentlich angetrieben normalerweise. Dürfte das eigentlich nicht das Problem sein, dass der dann langsamer wird, wenn er mehrere Einheiten dran gehängt hat. Also mehr als grün gibt's nicht. Also wir kämpfen uns den Berg hoch. Wir fahren jetzt Richtung Gurtnellen. Amstegsielen. Amsteg, genau. Sagen wir gleich. Amsteg, dann Gurtnellen und dann Wassen. Sieht aber schick aus hier. Ja. Schön, schön modern. Hier hat man überhaupt nichts und hier hat man hier viel. Ich glaube, hier müssen wir anhalten, oder? Oder nicht? Nee. Echt nicht? Die S-Bahn hält nicht an jeder Station? Nee. Okay. So, Amsteg. Das kleine Dorf Amsteg.
Wir tuckern hier mit 37 km/h durch. Aber immerhin bewegen wir uns. Ja, da bin ich schon sehr, sehr froh drüber. Hier fahren wir durch. Das kann ich rausschneiden. Einfach mal die Fahrt genießen. Ne, schicker Zug, ja. Gefällt mir. Wenn es den mal ein Modell geben sollte, werde ich den vielleicht mal kaufen. Ich komme irgendwie nicht über 40. Habe ich Tempomat an oder was? Mir kommt es gerade wirklich so vor, als ob ich. Ich glaube schon, dass der flotter fahren könnte. Ah, hier sind die Schlaufen von Wassen. Da ist Wassen. Das sind die Schlaufen, genau. Ja. Ich glaube schon, dass er in echt ein bisschen flotter fährt. Der macht sich bestimmt seine 60, 80 Sachen auf dieser Strecke. Ja, aber wir sind noch nicht einmal über wo hier ist alles. Sehr schön. So. Also hier sieht man, dass wir schon ein bisschen Höhe gewinnen. Durch Kehrtunnels, durch Schlaufen. Rücken. Ja, natürlich werden wir jetzt auch gleich die Kirche von Wassen dann mal sehen. Spitzsignalfall. Also wenn wir die Handbremse gezogen hätten, würden wir ja gar nicht fahren können. Ja. Dann würde es ja gar nicht funktionieren. Zugbremse. Licht. Strom. Strom. Also. Haben wir hier irgendwie ein Tempomat mit drin oder so? Ich weiß es nicht. Scheibenwischer. Ja, wir kommen ja voran. Scheinwischer. Brauchen wir aber nicht gerade. Gott sei Dank schönes Wetter. Hier oben kann es ja auch ganz schön sauen. Mit Schnee und Regen und Nebel. Okay, was habe ich eingegeben? Okay, lassen wir das. Geht es umso schneller, abgeschnitten wieder abwärts. Aha. Ich sag, was wir jetzt gerade fahren, das ist der RABE 523. Das ist jetzt aktuell der typische Regionalzug für die SBB. Ja, wir kriechen so den Berg hoch. Ich hoffe, das wird noch schneller, wenn wir dann bergab fahren.
Also ich muss sagen, da sind die Krokodile schneller gewesen früher. Und die Stangen Eloks, die waren, glaube ich, ein bisschen flotter unterwegs. Ja, aber das kann doch nicht die normale Geschwindigkeit von diesem Zug sein. Das kann es eigentlich nicht sein. Ein bisschen. So 80 km/h sollte eigentlich hier schon schaffen. Gerade vom Tunnel weg. Also wir werden locker von den Autos überholt. Ja, das ist die Gotthardstraße. Ist aber nicht die Autobahn. Die Autobahn ist noch woanders. Ja, wir müssen halt in den etwas flacheren Teilen der Strecke einfach an Geschwindigkeit gewinnen. Dass es mal nicht ganz so steil hoch geht. Geht's denn gerade steil hoch? Also es ist eigentlich eine permanente Steigung von 2,6%. 26 Promille Steigung hat eigentlich die Gotthardbahn. Das ist eigentlich eine geniale Linienführung. Auch für schwere Züge geeignet. Also haben sie schon damals was Großartiges gebaut. Ich hoffe, dass die Bergstrecke noch viele, viele, viele Jahre existieren wird. Aktuell wird sie ja, nachdem ja in der Basistunnel gebaut worden ist, wird sie eben auch für Sonderverkehre und für Regionalverkehre und also regionale Güterverkehre eingesetzt. Da muss ja immer eine Strecke wird wohl erhalten bleiben. Nehmen wieder die Reuss, das rauschende kalte Wasser. Ja, es geht halt permanent bergauf. Bei Wassen ist es, geht es dann nur richtig hoch, wenn dann die Schlaufen und Kehren kommen. Ich versuche mal die ganze Zeit irgendwie Sand da auf die Schiene zu machen, vielleicht dreht er doch durch. Und dann müsste es ja anzeigen. Ja, aber kann ja sein. Also können wir ein bisschen die Landschaft mehr genießen, wenn wir nicht so da hoch rasen. Ja, ich finde es irgendwie lustig, wir sind die ganze Strecke noch kein einziges Mal über 50 km/h gefahren. Hm. Nicht immer über 40. Gurtnellen sind wir gleich. Ja, Gurtnellen. Und nach Gurtnellen kommen wir dann langsam nach Wassen. Schon 20 Minuten auf. Das ist von Wassen bis Göschen dann noch nicht mehr so weit ist. Es sind noch ein paar Kilometer dazwischen. Aber dass dieser Zug aber auch nie anhalten muss. Vielleicht ist die Strecke auch zu kurz. Sei froh, dann würde der Film noch länger dauern. Wenn wir ja auch noch hier mal wieder anhalten müssen. Wir kriechen hoch, Meter für Meter. Eigentlich müsste hinter uns schon eine Schlange von Zügen sein. Boah, Führerstandsbeleuchtung. Maximal 160 km/h. Wir wären froh, wenn wir die Hälfte davon fahren könnten. Aschenbecher, oder? Nein, das ist die... Ah, die SIFA. Ja. Das ist die SIFA. Das weiß man doch. Ja, hier. Führerstand darf natürlich nicht geraucht werden.
ist absolut rauchfrei hier alles. Also auch die SBB hat eine Art Sicherheitsfahrschaltung. Signalbrücke. Schön die SBB-Fahrleitung und die Lichtsignale. Sieht alles sehr fein aus. Ja, ich habe hier mal kurz das Fenster aufgemacht. Ja, ein bisschen frische Luft reinlassen. Also hier dürfte die Luft ja recht sauber und frisch sein hier oben. Ja, das denke ich auch. Als ob wir niemals mal anhalten sollten, um Fahrzeuge vorbeizulassen. Nee, muss man nicht. Das ist eine doppelgleisige Strecke. Durchgehend doppelgleisig gebaut. Das Einzige, was es hier gibt, sind Gegenzüge. Müssen wir jetzt hier anhalten oder nicht? Nee. Auch nicht? Anhalten. Das ist jetzt Gurtnellen, oder? Gurtnellen, ja. Station Gurtnellen fahren wir gerade durch. Und das nächste wäre dann Wassen eigentlich. Ne? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wir nie anhalten müssen. Nie an Bahnhöfen. Ja, eigentlich eine S-Bahn müsste eigentlich überall halt kurz halten. Weil, wenn wir da anhalten müssten, würde da es grün sein, diese Haltestellen. Ja, gut, dann ist es halt so. Und wenn sie orange sind, müssen wir da nicht anhalten. Ja. Vielleicht habe ich auch schon was übersehen, das weiß ich nicht. Aber ein bisschen komisch ist es schon, finde ich. Okay, das ist eine. So, jetzt wird es dann spannend. Jetzt kommen wir Richtung Wassen. Jetzt haben wir schon gut die Hälfte der Strecke unseres heutigen Abschnitts. Sieht schon recht realistisch aus, das Ganze. Sehr schön. Da würde ich gerne mal mitfahren. So in echt natürlich. Na, schade, dass ich mich nicht mehr umdrehen kann. Also jetzt wäre mal ein Passagier, der die Strecke genießt, die Aussicht am Gotthard. So, jetzt müssen wir langsam mal die Augen aufmachen. Vielleicht entdecken wir bald die Kirche von Wassen. Das dürfte jetzt bald der Fall sein. Minuten schon. Ja, Wärme kann schon mal eine Stunde dauern. Ja. Aber unsere Fans, die werden sicher auch. Jetzt müssen wir mal langsam die Augen öffnen. Irgendwo da hinten müsste dann die Kirche von Wasser. Pfaffensprung sind wir gleich. Pfaffensprung, genau. Es gibt ja auch den Pfaffen. Sprung-Kehrtunnel und den Meilen. Säs Kehrtunnel und wie die ganzen Kehrtunnels hier heißen. Ja. Das ist schon eine geniale Streckenführung. Ist übrigens auch Weltkulturerbe der UNESCO, glaube ich, mit aufgenommen. Die Gotthardstrecke. Und dürfte somit, ihr Fortbestand dürfte somit auf jeden Fall gesichert sein. Übrigens auch die Rätische Bahn ist, glaube ich, zum Weltkulturerbe ernannt worden. Zumindest die Albula-Linie. Hm. Jetzt kommt wieder ein Gegenzug. Nee, doch nicht. Das war ein Signal. So, jetzt müssen wir langsam mal was sehen. Dass wir die Kirche verpassen, das wäre nicht so schön.
Aber das ist eigentlich nicht möglich, die Kirche zu verpassen. Der Berg da hinten, dieser spitze Berg, das ist der Pristen. Der dürfte so knapp über 3000 Meter hoch sein. Jetzt dürfte es aber gerade gar nicht hochgehen. Also ich merke auf jeden Fall nicht, dass keine Steigung. Okay, also kann man sich dazu mal geschwindigkeitsmäßig mal erholen, wenn die Steigung mal nicht ganz so krass ist. Da erholt sich eigentlich überhaupt nichts. Er bleibt einfach. Er sagt sich Bergfahrt, dann fahre ich nicht über 40. Da ist er. Kirche von Wassen, vorne weg. Da oben ist er, die Kirche von Wassen. Schön, dass es im Spiel mit aufgenommen worden ist. Und die Ortschaft liegt natürlich dann etwas tiefer hinter den Hügeln. Sehr schöne Gegend. Toll. Einfach toll. Ja, es ist schon ziemlich realistisch. Es ist nicht schlecht. Mir fehlen halt noch so ein paar Triebfahrzeuge, aber das habe ich ja schon gesagt. Aber ansonsten von der Strecke her passt eigentlich für mich. Aber wie gesagt, einige wichtige Fahrzeuge fehlen noch ein bisschen. So die Einheitswagen 1 und 2 und die AE66. Sehen wir die Kirche wieder nicht. Ja, wir kommen gleich. Die weiß doch, dass wir. Ach ja, hier ist diese Fotostelle, ne? Fotostelle? Ja. Ja, genau, hier ist diese Kurve. Da drüber ist die Kantonstraße oder Autobahn sogar. Genau, das wurde. Hier wurden öfters auch Züge aufgenommen. Hier hinten wieder der Pristen. Also in dieser schönen, weit gezogenen Kurve kann man wunderbar ganze Züge beobachten. Unten wieder die Reuss, da hinten ist wieder ein Kehrtunnel. Also hier ist, die Stelle wurde sehr oft aufgenommen. Wunderbar. Wunderschön. Ach, da ist doch nochmal diese Kirche, die Kirche. Kirche von Wassen, ja, da hinten ist sie. Genau. Das Kirchlied ist, dann dreht sich der Sessel einfach mit. Jetzt müsste die Station Wassen kommen. Oder? Nee, das ist später noch. Ja, es ist also genial, die Streckenführung. Klar dauert das natürlich dann länger. Also vom Abstand her ist es Erstwerk Göschen eigentlich nicht weit, aber den Kehrtunnels und den Schlaufen und den Kehren und Brücken, dann zieht sich das natürlich schon erheblich mehr in die Länge. Ist das die Station? Doch, da vorne. Das ist das Stationsgebäude von Wassen. Da vorne wieder der Pristen in der Ferne zu sehen. Da, wo wir jetzt ursprünglich hergekommen sind. Hier müssen wir anhalten. Nee, ich möchte aber mal so anhalten. Okay, wir halten mal kurz an. Wir sind jetzt kurz in der Station Wassen und fahren sofort weiter zur letzten Station Göschenen. Ich schätze mal, dass wir von dieser Station aus ins Dorf runterlaufen muss. So wie es aussieht. Das Dorf liegt etwas. Ich muss sagen, ich habe sehr gut eingeparkt, also sehr gut angehalten, würde ich sagen. Ja, sieht gut aus. Es dürfte auch relativ flach sein hier. Mhm. Also gerade die Stationen sind natürlich nicht in der Steigung drin. So, jetzt müssen wir aber weiter. So, jetzt nochmal richtig Gas geben. Die letzte Etappe nach Göschenen. Vielleicht erreichen wir jetzt auch eine höhere Geschwindigkeit. Das hoffe ich. Auf jeden Fall rast diese Geschwindigkeit jetzt hoch.
Ne, 37. Also sie stoppt sich einfach. Ja. Vielleicht um das Ding nicht zu überlasten. Also ich verstehe sowas nicht. Sie war auch kurzzeitig bei 38, aber dann ist sie wieder zurückgefallen. Ja, Richtung Göschen wird es dann flacher werden, wenn wir dann einfach schon fast den Scheitelpunkt erreicht haben. Dann wird sie vor Göschen vielleicht an Geschwindigkeit gewinnen. So kurz vorm Ende der Fahrt. Unserer ersten Etappe. So, jetzt geht's in die letzte Kehre rein. Jetzt geht es in die letzte, also wir fahren jetzt quasi wieder Richtung Norden und die letzte Kehre wird dann wieder uns Richtung Süden leiten. So, vielleicht noch so 10 Kilometer bis Göschene. Wann geht's wieder runter? Ab Göschene. Aber vielleicht schon vor Göschene wird es schon ein bisschen flacher werden, ja. Weil Göschene ist so, dürfte der, die, fast die höchste Stelle der Gotthardstrecke sein. Also im Gotthard selber geht es schon langsam bergab. Wir kriechen weiter hoch. Also ich schätze mal, wenn wir das noch rauskriegen, wie wir mit höherer Geschwindigkeit fahren, wenn wir die nächste Etappe dann ein bisschen flotter unterwegs sind. Ja. Auf jeden Fall, das ist ja auch einfach nur langweilig, wenn der Zug nicht mal schnell fahren kann. Wo nach vorne spulen geht's auch nicht. Nach vorne spulen können wir jetzt hier auch nicht. Schade, naja gut. Aber wir sind ja eh gleich da. Das ist wurscht. Also wir fahren schon in die letzte Kehre rein. Wir fahren jetzt in die letzte Kehre rein. Das ist der letzte Kehrtunnel. Jetzt geht es dann gleich in eine Linkskurve. Eine Verbindung schafft zum Glacier Express, zu dieser Ost-West-Verbindung über Furka und Oberalppass. Ja, und man hat natürlich auch die ganze Verbindung zu diesen Pässen vom Autoverkehr her. Sustenpass, Grimselpass, Furka-Pass, Oberalppass und auch Gotthardpass. Also der Talboden von Andermatt wird praktisch von der Ost-, von der Nord-Süd-Linie natürlich dann unterfahren. Also es fährt nur der Glacier-Express in Ost-West-Richtung durch. Okay, was ist das für eine Sicht? Eine Tunnelwand. Eine Tunnelwand. Also der Pristen ist allgegenwärtig. Man sieht ihn immer noch. Du siehst ihn vom Fiebertstädter See siehst du ihn und du siehst ihn noch kurz vor Göschenen. Also das ist so ein ganz markanter Berg. 3000 Meter. Eigentlich müsste er eine Schneehaube haben. Auch im Sommer. Es fehlt so ein bisschen, ja, das ist eigentlich schade, dass die ganz hohen Gipfel, da müsste eigentlich auch noch ein bisschen Schnee drin liegen. Das haben sie bei der Map irgendwie nicht so berücksichtigt. Dass die Berge hier natürlich auch eine gewisse Höhe erreichen. Viele Berge sind hier schon über 3000 Meter hoch und sollten auch so, zumindest in den Schattenlagen, auch so Schneemulden drin haben. So ein Wärterhäuschen. Ja, es sind so Servicestationen, also so Kabelbuden, die an der Gotthardstrecke immer mal wieder stehen, wo Ersatzteile für die Oberleitung oder für die Gleise drin sind. 3 Kilometer nur noch, dann haben wir es geschafft. Ja, also wir sind jetzt quasi am Auslauf. Wir haben jetzt den oberen Teil der Strecke erreicht und fahren jetzt rein nach Göschenen. Und das alles mit 37 km/h, Leute. Also wer weiter... Das höchstens noch 4 Kilometer. So, jetzt sehen wir wieder ein bisschen was von den Bergen. Wie gesagt, wir werden den Bereich des Gotthardtunnels da ein bisschen was wegschneiden.
weil man sieht dann halt wirklich so gut wie gar nichts. Und das wollen wir uns dann ersparen. So, da hinten geht's schon rein. Göschenen, das Gottharddorf. Ja, also zur damaligen Zeit, wo der Tunnel dann hier gebaut worden ist, wurden sehr viele Italiener beherbergt, aufgenommen und haben halt hier geschuftet, kann man so sagen. Aber es hat sich natürlich hier sehr verändert, viel größer geworden. Schon fast städtisch geworden. Das war so, bevor der Tunnel gebaut worden ist, war das ein kleines Dorf. Und beim Tunnelbau hat sich hier halb Europa getroffen. Ingenieure, Mineure, Arbeiter, alles hat sich hier, ist hier angetroffen worden. Also das war noch 2 Kilometer. Also die Leute konnten gar nicht richtig untergebracht werden, da mussten Notunterkünfte erstmal erstellt werden, um die hier zu beherbergen. Das Dorf konnte das erstmal gar nicht leisten. So wurden dann halt dann Ferienwohnungen, Hotels aus dem Boden gestampft oder eben so Bettenbaracken. Aber wie gesagt, das ist Vergangenheit. So, also Göschenen liegt jetzt vor uns. Das sind schon die Einfahrsignale. Der große Gotthardtunnel liegt dann eher links. Den müssten wir dann, wenn wir dann auf dem Bahnsteig stehen, nachher sehen wir den dann auch, die beiden Tunneleingänge. So, jetzt können wir schon langsamer werden. Genau, also jetzt fahren wir so langsam rein in den Bahnhof. Erster Abschnitt ist jetzt gleich abgeschlossen. Beim nächsten Mal geht es durch den Tunnel durch, in die Südschweiz, ins Tessin. Aber vom Wetter her würde ich mal sagen, wir haben ja hier schon schönes Wetter gehabt. Dann ist es meistens so, dass man im Süden dann nicht ganz so schönes Wetter hat. Oder umgekehrt, wenn hier Sauwetter ist, ist es dann meistens im Tessin dann etwas besseres Wetter. So, wenn wir jetzt ganz genau schauen, sehen wir so halb links schon die Eingänge zum großen Gotthardtunnel. Das ist auch ein relativ großes Bahnhofsgebäude. So, hier fängt der Bahnsteig an. Wir haben auch langsam, langsamer. Also wenn man sieht ja hier so ein kleiner V-Ausschnitt vom Gelände. Leicht rechts hoch geht die Passstraße weiter nach Andermatt und auch die Zahnradbahn verkehrt durch diese Schlucht. So, hinten sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt erkennen wir auch sehr gut den Gotthardtunnel. Ja, den durchfahren wir dann beim nächsten Mal. Genau. So, ich hoffe, es hat gefallen. Es hat euch gefallen, den ersten Abschnitt Richtung Göschenen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So, schön eingeparkt. Also schon ein relativ großes Bahnhofsgebäude. Ich muss dazu sagen, dass früher die Züge hier immer gehalten haben. Hier hat man einfach eine Pause eingelegt, was gegessen. Und dann sind die Züge hier weitergefahren. So. Deswegen ist dieser Bahnhof etwas größer geraten, auch weil hier die Zahnradbahn natürlich auch angeschlossen ist. Alles ausschalten hier, zugfrei, also ja, das lassen wir es einfach so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, dann fahren wir den Gotthardtunnel durch. Ciao! Also, ciao, ciao!